Evosh. Mit diesem Begriff lässt sich das Spiel der CSV Staffelsee gegen Rosenheim umschreiben. Denn alle Spieler brennen darauf, das Hinspielergebnis, die Niederlage mit 6 Punkten, wegzumachen. Das Spiel jetzt auf AMCO-TV. Rückblickend kann man aus ESV-Sicht resümieren, dass gerade diese erste Niederlage im ersten Spiel doch ein Fingerzeig auf den weiteren Saisonverlauf war. Man spielte gut, aber nur über einen Teil des Spiels hinweg. Und so war es im ganzen Spieljahr. Die gute Form in teilweise richtig starken Spielen wie gegen Landshut zu Hause oder Bayern München, die konnte man nicht in allen Spielen beibehalten, wie es zum Beispiel Rosenheim geschafft hat. Moritz Kiermaier ist auch so ein Mann, der richtig gut spielen kann, aber das nicht konstant. Ganz anders Stefan Adelberger, der hatte mit Ausnahme des Fürstenfeldbruck-Spiels in jedem Spiel eine Top-Leistung gebracht. Und hier nochmal Kiermaiers artistischer Korb von unserer Bankcam. Bei den Rosenheimern, wie uns schon im Hinspiel aufgefallen ist, eine große Masse von guten Spielern vorhanden, die alle zweistellig punkten können. Und auf der Gegenseite Angerer mit dem Dreier. Doch Rosenheim, trotz Dezimierung, es fehlt immerhin Nikolas Rotter, der 13 Punkte pro Spiel erzielt, und Jonas Auer, zwei wichtige Männer, hielt in der Anfangsphase recht gut mit. Jonas Dotzer erstmals in der Partie, legt ab für Angerer und der scheint einen richtig guten Tag erwischt zu haben. Endlich mal, möchte man sich denken, aus Murnauer Sicht. Denn wenn man zwar seine Punkteausbeute immer wieder sieht, wird seine Wurfquote oft nicht in den Fokus gerückt. Auf der Gegenseite Freiwald gegen Adelberger, zwei Top-Center in dieser Liga, und hier haben wir wieder das Duell. Diesmal auf der anderen Seite und diesmal ist Adelberger der Sieger. Mit dem Foul verwandelt er diesen Korb. Und hier nochmal klasse, aufgezeichnet von unserer heute eingeführten Bankcam. Live dabei auf der Bank. Adelberger zum Ende des ersten Viertels für drei. Und auch der sitzt. Klasse Schuss von Adelberger. Einer seiner Stärken. Er ist ja nicht nur ein typischer Center, der unten die Punkte machen kann. Er kann auch schießen. Und dahin geht natürlich der Trend. Und hier geht wieder die Post ab. Angerer für Dotzer. Der JBWL-Mann heute nicht so gut drauf. 6 Turnover stachen da eher heraus. Auf der Gegenseite Freiwald. Er kontert wieder im Duell gegen Adelberger. Rosenheim mit der ersten Führung in diesem Match seit Mitte des ersten Viertels. Und hier Ibkan Singi fault Paul Seiringer auf dem Weg zum 1-gegen-0-Korbleger. Ganz klar haben sie den Schlag hier gesehen gegen den rechten Oberarm des Staffelsehers. Und jetzt Rosenheim in einer schlechteren Phase. Bitter für sie. Denn sie waren eigentlich recht gut im Spiel, doch leichtfertige Ballverluste führten zu Punkten des ESV. Und hier wieder ein Foul im 1-gegen-0. Diesmal erwischt es Freiwald. Und diesmal gibt es auch das unsportliche Foul. Warum das vorher nicht gepfiffen wurde, bleibt das Geheimnis der Referees. Spielt aber keine Rolle, denn die Fehler werden jetzt eiskalt ausgenutzt. Daniel Angerer mit Power gegen Fecke zieht er zum Korb. 27 Punkte machte er im Hinspiel. Und damit war er eigentlich der Einzige, der dieser Mannschaft aus Rosenheim, diesem Teamkonstrukt, überhaupt gefährlich werden konnte. Wenn eins Rosenheim dringend bräuchte, dann wäre das ein guter Start in den dritten Spielabschnitt. Doch es sieht nicht danach aus. Angerer trifft weiterhin konstant und einem deutlichen Sieg steht eigentlich nichts mehr im Wege. Was für ein Pass von Angerer zu Adelberger. Er faked den Schuss und ist damit auch für unseren Kameramann ein Stückchen zu schnell unterwegs. Und Schuss. Ein 16:2 Run zum Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Viertels lässt Rosenheim erstmal in die Röhre schauen. Doch dann Ikan Singi mit dem Korb des Tages gegen drei und wahrscheinlich auch irgendwo mit dem Foul. Aber er bringt ihn im Korb unter. Was für eine klasse Aktion des Rosenheimer Aufbauspielers. Das Spiel attraktiv. Auf beiden Seiten wieder Freiwald. Klasse. Erneut taucht er unter dem Korb durch und verwandelt ihn mit der linken Hand. Angerer für Kiermaier und der aus der Drehung.
das Spiel richtig ansehnlich nun, weil auf beiden Seiten große Show geboten wurde und wirklich sehenswerte Körbe fielen. Kiermaier mit dem Ballverlust, Ebeling auf Michel. Nur noch 8 Punkte der Rückstand und Alex Schweiger trifft einen weiteren Schuss. Eine richtig starke Quote hatte er in der ersten Halbzeit. Wieder Michel legt ihn vorbei und jetzt Angerer. 2 gegen 2. Seiringer schließt ab, profitiert von einem der 6 Assists seines Mitspielers und erzielt einen Saisonbestwert von 7 Punkten. Glück hatten die Gastgeber, dann das Becke alle 3 Freiwürfe nach diesem Boxerfoul verwirft. Und auf der Gegenseite zu Beginn des vierten Viertels Daniel Angerer mit einem Block für die Fans beziehungsweise für die Kamera. Wow, Daniel Angerer blockt David Fusco und der hatte die undankbare Aufgabe, gegen Angerer angreifen zu müssen. Angerer, er schafft es, zwischen die beiden Verteidiger zu gelangen und sich somit den direkten Weg zum Korb zu verschaffen. Der Abschluss für einen Mann seiner Klasse, gar kein Problem mehr. Unsere Spielzusammenfassung lässt etwas anderes vermuten, doch dieses Spiel war noch längst nicht entschieden. Doch einen Teil dafür machte Daniel Angerer im Alleingang. Der Faktor Angerer entschied diese Partie. Hier aus der Balance gebracht durch diese kurze Berührung mit Fecke, verwandelt er trotzdem noch präzise. Und der letzte Grund, warum dieses Spiel nicht mehr spannend wurde, waren die Dreier von Angerer und Adelberger, den wir gleich sehen werden. Die Rosenheimer mit ihrer Zonenverteidigung. Das hatte ja so gut geklappt noch im Hinspiel. Ließen die Murnauer schießen und die trafen endlich besser. Adelberger, ja, wenn der Feck ihm so viel Platz lässt, dann hat er überhaupt keine Probleme, den mit dieser Ruhe und Präzision zu verwandeln. Rosenheim war geschlagen und wie vorher angekündigt, leistete man den Kollegen aus Fürstenfeldbruck, die man ja selbst als stärkste Mannschaft der Liga bezeichnete, Schützenhilfe. Und wie heißt es so schön? Die Statistik lügt nicht. Werfen wir nun einen Blick auf die Wurfquote. Hermann Michel, einer von 13. Raphael Ebeling, einer von 7. Und Ikan Singi, 2 von 12. Das heute der Hauptunterschied zwischen den beiden Teams. Die großen Spieler, Schweiger, Freiwald und Fecke, alle mit Wurfquoten über 50%. Den Unterschied machten die kleineren Spieler. Am Ende noch dieser Dreier von Singi und zahlreiche Fouls der Rosenheimer. In der letzten Minute, trotz 12 Punkte Rückstand, gehen sie auf das Alles-oder-Nichts-Spiel. Das half nichts, außer die Freiwurfquote der ESVler noch weiter zu drücken. Am Ende das Endergebnis 67 zu 57, die Revanche erfolgreich. Und unser Spieler des Tages, Daniel Angerer, neben seinen 22 Punkten noch 12 Rebounds, 6 Assists und 8 Steals. Und er verpasst knapp das Triple-Double.